Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Schimmel AD. Mit der richtigen Farbe haben Schimmel und Algen an der Hausfassade keine Chance mehr. Schmutz AD. Mit einem Haushaltsroboter haben Sie dank weniger Putzen mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Und Hallo Haus. Von der Bodenplatte bis zum Dach. So schnell entsteht ein Fertighaus. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Haben Sie auch zu Hause an der Fassade schon dunkle Flecken entdeckt? Es könnte Schimmel sein. Schimmel sieht nicht nur unschön aus, sondern ist auch gesundheitsschädlich und Sie sollten schnell etwas dagegen tun. Je länger Sie warten, desto größer sind die Folgeschäden. Eine Hausfassade befallen von Schimmel. Vor allem die sogenannte Witterungsseite, welche dem Regen ausgesetzt und von der Sonnenseite abgewandt ist, hat häufig Schimmelbefall. Neben der optischen Beeinträchtigung kann der Schimmel im schlimmsten Fall in die Innenräume gelangen. Auch neue Wärmedämmsysteme können für den Befall verantwortlich sein. Der Grund: Trocknen die Außenwände zu langsam, breiten sich Schimmelsporen aus. Spezielle Farben sollen Schimmelbildung unterbinden, doch oft ist die Wirkungsweise nicht ausreichend. Die enthaltenen Algizide und Fungizide bauen sich nach rund 5 Jahren wieder ab. Durch Regen werden sie dann von der Hausfassade gespült, verlieren dadurch ihre Wirkung und gelangen zudem ins Grundwasser. Doch es gibt auch Produkte, die dafür sorgen, dass der Schimmel für immer fern bleibt. Sie kommt einmal zunächst, was ganz wichtig ist, ohne Algizide, ohne Biozide aus. Also es sind keine Stoffe drin, die abgebaut werden können, die ins Grundwasser gehen zum Beispiel, oder aber die ihre Wirkungsweise verlieren. Es geht darum, dass in dieser Farbe ein zufällig erfundenes Bindemittel, das Casul, drinnen ist. Und dieses Casul weist einen dauerhaften pH-Wert von weit über 10 auf, also im Schnitt bei 12. Und auf so einer Oberfläche kann sich keine Alge und kein Schimmel niederlassen. Und deswegen ist das ein ganz simples System. Simpel gesagt, fremde Besiedler fühlen sich auf der Fassade nicht wohl. Die Oberfläche bleibt befallsfrei. Wer neu baut und damit auch neue Wärmedämmsysteme verbaut, sollte also am besten gleich eine Farbe verwenden, die Schimmel gar nicht erst entstehen lässt. Aber auch im Zuge einer Modernisierung oder bei bestehendem Befall. Das ist ganz wichtig für jeden Handwerker, der es macht, oder für jeden Selbststreicher, der es macht. Der sollte die Fassade gut reinigen. Er sollte den Altbefall auf jeden Fall so gut wie möglich abstrahlen, mit einem Hochdruckreiniger zum Beispiel. Dann muss der nicht mehr sichtbare Befall, also bei die Spore von dem Ganzen, von der Alge, die im Putz drin sitzt, die man nicht sieht, die muss im Prinzip, ich sage es mal, etwas salopp abgetötet werden, damit die nicht unter dem neuen Anstrich wieder wirken kann durch das Wasser, das er mit dem neuen Anstrich kriegt. Das heißt, ich muss also dort mit einer Lösung vorarbeiten, die im Prinzip nur wässrig gebunden ist. Das wird aufgestrichen, getrocknet und dann kann gestrichen werden und dann passiert auch nichts mehr. Wenn Sie Schimmel also dauerhaft loswerden wollen, sollten Sie beim Kauf der Farbe auf den Inhaltsstoff Casul achten. Falls Sie zu Hause Probleme mit Schimmel haben, sollten Sie sich am besten direkt an einen Fachmann wenden. Denn die Produkte, die Sie kaufen können, halten leider nicht immer das, was auf der Packung steht. Nach einer kurzen Pause geht es bei uns gleich weiter mit dem Bauen- und Wohnen-Elektronik-Tipp, auf den ich mich heute auch persönlich sehr freue. Und wir zeigen Ihnen, wie ein Fertighaus entsteht. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Von der Marktwertermittlung über die Beratung bis hin zur notariellen Abwicklung. Wir kümmern uns von A bis Z um den Verkauf Ihrer Immobilie, ohne vertragliche Bindung.
Wir präsentieren Ihre Immobilie außergewöhnlich und aus allen Perspektiven. Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin. Wir beraten Sie gerne. Bauer Immobilien. www.bauer-immobilien.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Ist das nicht schön? Dass ich mit Gas umweltschonend kochen kann? So kann ich mit gutem Gewissen genießen, auch wenn das Wasser mal nicht kocht. Sie träumen von einer eigenen Wohlfühloase im heimischen Garten? Wir verwirklichen diesen Traum für Sie. Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es um die Gestaltung Ihres Gartens geht. Von Pflanzen über Stein und Holz bis hin zu Wasseranlagen. Wir planen gemeinsam mit Ihnen Ihren Traum. Vereinbaren Sie einen Termin. Paul Saum, www.saum.de. Autovermietung, Abschleppdienst, Pannenhilfe, kompetente Beratung, Freiheit auf Rädern, Tränkle. Singen in der Georg-Fischer-Straße. Lassen Sie sich inspirieren. Wir gestalten Ihr Bad nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Wir bauen Ihr Bad komplett kompetent und zuverlässig. Entdecken Sie den Lebensraumbad bei uns. Bommer, die Badgestalter. Verloren beim Immobilienverkauf? Wir helfen Ihnen. REWA Immobilien ist seit 1994 der Ansprechpartner, wenn es um den Verkauf Ihrer Immobilie geht. Unsere jahrelange Erfahrung bringt Sie ans Ziel, um Ihre Träume zu verwirklichen. Vereinbaren Sie einen Termin. REWA Immobilien in Radolfzell und Konstanz. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Ich bin ehrlich, Putzen und Saugen gehört nicht gerade zu meinen Lieblingsbeschäftigungen und aus diesem Grund freue ich mich heute ganz besonders über den Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp. Der Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp wird Ihnen präsentiert von Mediamarkt. Aus Friedrichshafen, Ravensburg, Konstanz, Singen, Ulm, Neu-Ulm, Memmingen. Okay, wenn Ihnen Aufwischen, Schrubben und Staubsaugen Spaß machen, dann ist ein Haushaltsroboter vielleicht nicht gerade Ihr Ding. Wenn nicht, Sie zu Hause aber trotzdem saubere Böden haben möchten, könnten Sie so eine Hilfe durchaus zu schätzen wissen. Der Begriff Haushaltsroboter klingt vor allem für Berufstätige, die wenig Zeit für den täglichen Haushalt haben, sehr verlockend. Denn die kleinen, kompakten Reinigungshilfen sollen die Arbeit erleichtern und können heute weit mehr als nur saugen. Die können auch wischen, die können reinigen, abziehen. Es gibt Modelle, die teilen erst Wasser aus, lassen das Ganze einweichen, ziehen das im nächsten Schritt ab. Also die ersetzen halt nicht nur den Staubsauger, sondern auch den Wischmopp. Noch vor 10 Jahren hätte man diese Vorstellung für eine Szene aus einem Science-Fiction-Film gehalten. Doch die Technologie hat in den letzten Jahrzehnten extreme Fortschritte erlebt und innovative Ideen auf den Markt gebracht. Angefangen hat es 1951 mit der ersten vollautomatischen Waschmaschine. Damals ein wahrer Umbruch, der mehr Zeit für Beruf, Familie, Freunde und Hobbys brachte.
Heute gibt es eine Vielzahl von Haushaltshelfern, die zu einer Verbesserung des Lebens beitragen sollen. Und das mit immer ausgefeilterer Technik. Mit dem Sensor, den die alle integriert haben, fallen sie nirgendwo runter, fahren nirgendwo gegen. Die bremsen vorm Möbel gezielt ab, um trotzdem gründlich sauber zu machen. Haushaltsroboter gibt es in verschiedenen Ausführungen. Mit dem Grundmodell lassen sich am Stück rund 30 Quadratmeter Bodenfläche reinigen. Mit dem hochklassigsten Modell etwa 90 bis 100 Quadratmeter. Wer also keine Lust auf Wischen, Schrubben und Staubsaugen hat, der könnte über die Möglichkeit einer solchen Haushaltshilfe durchaus nachdenken. Der Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp wurde Ihnen präsentiert von Mediamarkt. Aus Friedrichshafen, Ravensburg, Konstanz, Singen, Ulm, Neu-Ulm, Memmingen. Erstaunlich, was die kleinen Roboter heute schon alles können. Ich bin persönlich ja gespannt, wann der Erste kommt, der die Fenster putzt und im Anschluss das Abendessen serviert. Liebe Zuschauer, noch nie wurde so viel gebaut wie derzeit. Ein Trend seit vielen Jahren sind Fertighäuser. Für ein fixes Budget gibt es zu einem fixen Zeitpunkt das neue Eigenheim. Und der Aufbau geht schnell. Wie schnell? Das sehen Sie jetzt. Im Oktober 2014 hat sich Familie Wanninger für ein Eigenheim entschieden, vor allem aus Zeitgründen für ein Fertighaus. Bei dieser Bauweise kommen die Vorteile bei der Montage richtig zum Tragen. Anstatt bei Wind und Wetter unter ungünstigen Umständen zu entstehen, werden bei Fertighäusern Wände, Decken und Dachteile schon vorab in der Werkhalle gefertigt. Das sichert einerseits die Qualität und spart viel Arbeitszeit auf der Baustelle. Während sich die Bauherren nach dem Kauf in aller Ruhe Gedanken über den Innenausbau und die Einrichtung machen können, beginnt beim Hersteller schon die Endplanung und die Fertigung. Dann ging die ganze Planungsphase los mit dem Architekten. Bis es dann fertig war, Bauantrag einreichen und dann später natürlich Bemusterung. Und es vergehen Monate und man sieht gar nichts. Und ja, und jetzt am Schluss geht es dann ganz schnell. Hier haben wir vor 8 Wochen den Keller gestellt, ungefähr vor 12 Wochen das Baustellengespräch durchgeführt. Und wenn wir ab dem heutigen Datum ausgehen, dann dauert die Ausbauphase bis zur Hausübergabe 5 bis 6 Wochen. Je nach Größe ist das Erdgeschoss innerhalb weniger Stunden errichtet. Dann folgt die Geschossdecke, welche auch aus Fertigelementen eingesetzt wird. Diese Tatsache ist Grund für die schnelle Entstehung eines Fertighauses. Zuletzt werden die Balken des Dachstuhls gesetzt und das Dach eingedeckt. Uns war wichtig, dass das Haus nicht zu groß wird, weil man muss es behalten, man muss heizen und die Kinder sind irgendwann aus dem Haus raus, dass wir nicht dann danach ein Riesenhaus haben. Uns war wichtig, dass alles aus einer Hand kommt, auch der Innenausbau, weil wir beide arbeiten und berufstätig sind. Wir können einfach nicht so viel machen nebenher noch mit Kindern. Und ja, und das hat uns dann einfach überzeugt, das Angebot, muss man so sagen, dass wir es dann so machen. Bei den heutigen Grundstückspreisen bietet ein Fertighaus also vor allem für junge Familien Vorteile. Ausreichend Wohnraum, der bezahlbar ist. Zudem haben die Bauherren einen Ansprechpartner, der sich um alles kümmert. Innerhalb eines Tages ist das Haus der Familie Wanninger so montiert, dass die spätere Hausform bereits zu erkennen ist. Je nach Bauweise und Anbieter ist ein Fertighaus in der Regel in 3 bis 4 Werktagen, je nach Größe, von außen komplett fertig. Unsere Qualität ist mittlerweile auf einem relativ hohen Stand. Wir führen ständig Kontrolle im Werk durch. Und auf der Baustelle zum Beispiel machen wir als Bauleiter einen Luftdichttest, also einen sogenannten Blau-Dor-Test. Der sichert unsere Qualität dann auch noch ab und zeigt uns ganz klar, dass das Haus der Vorgabe entspricht und die entsprechende Luftdichtheit aufweist. Und das sind dann somit relativ hohe Qualitätsstandards. Sind Wände, Decken und Dach montiert, startet der Bautrupp direkt mit dem Innenausbau. In 5 bis 6 Wochen heißt es für Familie Wanninger dann: Willkommen zu Hause. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Kommende Woche zeigen wir Ihnen den Unterschied zwischen einem Sommer- und einem Wintergarten. Bis dahin bleiben Sie gesund, Ihnen eine gute Zeit. Tschüss.
starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.